Hallo und guten Tag bei Money Money. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In meinem Video zur Bilanz habe ich ja bei der Position Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz bereits erwähnt, dass die Höhe des Eigenkapitals beeinflusst wird durch den Gewinn oder den Verlust des Unternehmens im laufenden Geschäftsjahr. Ein Gewinn erhöht das Eigenkapital, ein Verlust zehrt das Eigenkapital auf. Wie aber wird der Gewinn oder der Verlust überhaupt ermittelt? Dazu gibt es die sogenannte Gewinn- und Verlustrechnung, kurz G&V genannt. Sie ist ein weiterer Pflichtbestandteil eines Jahresabschlusses des Unternehmens und wird einmal im Jahr aufgestellt. Beide Aufstellungen, sprich Bilanz und G&V, wirken unmittelbar zusammen, sie hängen zusammen und müssen auch immer insgesamt betrachtet werden. Ja, dazu jetzt mein neues Video zum Thema Gewinn- und Verlustrechnung. Bei der G&V werden alle Aufwendungen, alle Aufwände eines Unternehmens auf der linken Seite erfasst und alle Erträge auf der rechten Seite. Ich stelle die G&V mal wieder in Form eines T-Kontos dar. Also erstmal einen waagerechten Strich ziehen. Oben drüber steht dann Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. Dann wieder einen senkrechten Strich runter, sodass ihr wieder zwei Seiten habt. Die linke Seite nimmt die Aufwände auf. Die linke Seite nennt man auch die Soll-Seite. Und auf der rechten Seite, der Haben-Seite, stehen dann die Erträge. Der Unterschied zwischen der Soll- und der Haben-Seite, der Seite mit den Aufwendungen und den Erträgen, also der Saldo daraus, ergibt dann entweder den Jahresüberschuss oder den Jahresfehlbetrag. Und dieser Betrag wird dann auch direkt in die Bilanz aufgenommen, und zwar beim Konto Eigenkapital. Ein Gewinn erhöht das Kapital, ein Verlust mindert es. In einer G&V ist sehr gut nachvollziehbar, wie sich der Gewinn oder auch der Verlust zusammensetzt. Die G&V liefert somit sehr gute Erkenntnisse, auch für den Unternehmer selbst, wo Stärken und wo Schwächen liegen des Unternehmens. Und der Unternehmer kann gegebenenfalls korrigierend eingreifen. Wenn er also feststellt, beispielsweise, oh, die Personalkosten sind doch etwas zu hoch oder der Materialeinsatz ist zu teuer und so weiter. Also die G&V liefert sehr wertvolle Erkenntnisse auch für den Unternehmer. Wenn die Aufwendungen höher sind als die Erträge, ja, dann macht der Unternehmer halt einen Verlust. Und Aufwendungen mindern ja den Gewinn und Erträge erhöhen den Gewinn. Welche Aufwendungen werden auf der Soll-Seite nun notiert? Also beispielhaft aufgeführt: Miete für Geschäftsräume, Personalkosten, also Löhne, Gehälter, Sozialabgaben, Energiekosten, Werbekosten, Wareneinsatzkosten, ganz wichtig, Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen, Steuern und Abschreibungen. An dieser Stelle ein kleiner Exkurs zum Thema Abschreibungen. Was ist das eigentlich? Also eine Abschreibung beschreibt den Werteverzehr eines Vermögensgegenstandes. Dabei werden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Gegenstandes auf die Jahre der Nutzung verteilt. Beispiel: Es wird ein Laptop gekauft für 900 Euro und die Nutzungsdauer ist festgelegt auf 3 Jahre. Was macht man nun? Also man teilt 900 geteilt durch 3 Jahre gleich
300 Euro und diese 300 Euro können dann als Aufwand verbucht werden in dem Geschäftsjahr und diese Aufwendungen mindern oder dieser Aufwand mindert dann natürlich auch den Gewinn und auch die daraus resultierende Steuerzahlung. Wie hoch die Abschreibung angesetzt wird, ergibt sich aus der sogenannten AFA-Tabelle der Steuerbehörde. Warum jetzt AFA? Was ist denn das schon wieder, AFA? AFA steht für Absetzung für Abnutzung, also nur ein anderer Begriff für Abschreibung. Auf der rechten Seite der G&V stehen die Erträge, also insbesondere natürlich die Umsatzerlöse, Zinserträge, irgendwelche Zuschüsse oder auch Erträge aus eigenen Wertpapieren. Wenn die Erträge natürlich höher sind als die Aufwendungen, sagte ich eben schon, was natürlich immer wünschenswert wäre, dann macht das Unternehmen einen Gewinn, andersherum einen Verlust. Ein Gewinn errechnet sich im Prinzip so, wenn ihr von den Erträgen der Habenseite, also der rechten Seite, die Aufwendungen der linken Seite abzieht. Und der Saldo, der dann entsteht, der Gewinn, der steht dann wo? Der steht dann auf der linken Seite quasi als Ausgleichsposten, denn auch bei der G&V müssen beide Seiten, beide Summen immer gleich sein. Im umgekehrten Fall, also wenn die Aufwendungen auf der linken Seite höher sind als die Erträge, steht dann der Saldo auf der rechten Seite, der Habenseite, als Verlust. Und sowohl Gewinn als auch Verlust werden dann in die Bilanz aufgenommen auf das Eigenkapitalkonto und erhöhen oder vermindern dann das eigene Kapital. Das ist natürlich nur eine ganz grobe Betrachtung, aber vereinfacht dargestellt. Aber ich glaube, zum Verständnis ist das doch sehr aussagefähig und ausreichend. Eine G&V kann aufgestellt werden, wie erwähnt, in einer Kontenform oder auch in einer Staffelform und nach einem Gesamtkostenverfahren oder Umsatzkostenverfahren durchgeführt werden. Diese Begriffe erläutere ich gerne noch in einem weiteren Video. Rechtliche Grundlage für die G&V ist auch hier das Handelsgesetzbuch HGB. Die Aufbewahrungsfrist beträgt 10 Jahre. Eine G&V gibt einen sehr guten Einblick in die Geschäftsabläufe eines Unternehmens und ist auch aussagefähiger als eine statische Bilanz. Die Bilanz kann man eher vergleichen mit einem Foto, das am 31.12. aufgenommen wird und dann sieht man den Erfolg des Unternehmens an einem Stichtag, während bei der G&V es sich eher um einen Videofilm handeln könnte. Also hier werden ja die laufenden Ein- und Ausgaben, Aufwendungen und Erträge erfasst und geben somit wertvolle Erkenntnisse, nicht nur für den Unternehmer selbst, sondern auch für interessierte Dritte, Banken, Investoren, Aktionäre und so weiter. Ja, wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann schickt mir die doch wie immer unten in die Kommentare. Wenn ihr keine weiteren Videos verpassen möchtet, dann lasst mir ein Abo da und über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich wie immer sehr. Und damit tschüss, bis nächste Woche.